Hey, willkommen zurück und schön, dass wir da bist. Heute sprechen wir über Ligen und gucken uns an, in welcher Liga du bist, beziehungsweise was dieses Ligensystem für deinen Erfolg mit Frauen bedeutet. Also, heute soll es um das Thema Ligen gehen und nicht Ligen wie in ich liege auf meinem Bett oder ich liege auf meinem Bett mit einer Frau, sondern es soll darum gehen, in welcher Liga bist du, in welcher Liga ist die Frau oder gibt es überhaupt sowas wie Ligen? Und da gibt es manche Coaches, die dir erzählen wollen, Ligen gibt es gar nicht und es hat überhaupt gar keinen Einfluss, keinen Faktor. Da bin ich anderer Meinung. Ja, es hat sicherlich nicht diesen großen, endgültigen Todesfaktor, den eben manche Leute zuschreiben, aber es gibt tatsächlich Ligen. Bedeutet einfach, dass zum Beispiel das Supermodel, das wir generell als 10 bewerten würden, wahrscheinlich nicht mit einem Typen zusammenkommt, der eine, ich sag mal, 1 ist. Ich benutze jetzt mal diese Ranking-Systeme, die du vielleicht auch schon mal mit deinen Freunden benutzt hast, um Frauen zu bewerten, 10 bis 1. Naja, es geht hier wirklich einfach um reine objektive Hübschheit, um reines objektives Gutaussehen. Natürlich gibt es da subjektive Geschmäcker, aber objektive Schönheit gibt es tatsächlich. Also nehmen wir mal an, sie ist eine 10, er ist eine 1 und die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Leute zusammenkommen, ist einfach sehr gering. Andersrum natürlich genauso. Eine männliche 10 wird auch nicht mit einer männlichen, mit einer weiblichen 1 zusammenkommen, weil die männliche 10 eben ganz viele, ich sag mal, bessere Optionen im Datingpool hat, was jetzt rein die Looks angeht. Jetzt Persönlichkeit ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist ein anderer Einflussfaktor, aber davon reden wir jetzt nicht. Ne? Das ist jetzt ein anderes Thema. Wir gehen jetzt wirklich liegen und was das für dich bedeutet, gerade von dem, vom Äußeren her, nicht von der Persönlichkeit her. Das ist wie gesagt ein anderes Thema. Und da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Also, wie groß ist jetzt dieser Einfluss von Ligen oder Ligen? Gibt es das überhaupt? Also ja, ich glaube, Ligen gibt es und ich glaube, der Einfluss ist auch schon da. Das sehe ich öfter mal bei Teilnehmern, die es sich dann als Ziel gesetzt haben, viele Frauen kennenzulernen. Und ich sehe dann aber, sie sind vielleicht, sage ich mal, eine 5, also bewerte ich jetzt, das könnte jeder andere anders bewerten, aber sagen wir mal ungefähr eine 5 von dem, was ich an anderen Teilnehmern schon bei mir hatte. Und die sprechen dann nur Frauen an, die wirklich überdurchschnittlich gut aussehen, sagen wir mal eine 10. Ne? Es gibt natürlich selten 10, aber das soll jetzt nur als Beispiel dienen. Und dann ist es natürlich so, dass sie weniger Erfolg haben, als wenn sie einfach andere 5 ansprechen würden. Und das ist das, was dir klar sein muss. Oder das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo viele Männer nicht den Erfolg mit Frauen haben, den sie haben könnten. Denn ich sage ja immer, du kannst großen Erfolg mit Frauen haben, aber du kannst vielleicht nicht den gleichen Erfolg mit Frauen haben, den ich habe. Oder den gleichen Erfolg mit Frauen haben, den, keine Ahnung, Mr. Super Topmodel hat. Das muss man einfach verstehen, das muss man einfach sehen. Und mit Erfolg mit Frauen meine ich damit gar nicht, dass du nicht viele Frauen treffen kannst, denn das kannst du durchaus, sondern ich meine auch so die Qualität der Frauen in diesem Skalensystem. Ne? Kann eine 1 mit einer 10 zusammenkommen? Absolut. Passiert das häufig? Nein. Wird häufiger eine 10 mit einer 10 zusammenkommen? Ja. Und ich glaube, das sind allgemeingültige Regeln oder allgemeingültige Wahrheiten, auf die wir uns auch verständigen können, wo jetzt niemand sagt, nein Tim, also das ist ganz anders. Ne? Wie oft siehst du eine sehr, sehr hübsche Frau mit einem sehr hässlichen Mann und wie oft siehst du eine gut aussehende Frau mit einem ganz gut aussehenden Mann? Ne? Das ist natürlich ganz klar. Wir daten das schon so in unserer eigenen Liga. Das ist einfach ganz normal. Die meisten Männer und Frauen daten auch in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Ethnizität. Also schwarze Frauen daten oft schwarze Männer, weiße Frauen oft weiße Männer, bla bla bla. Auch das ist nicht ausschließlich so, aber doch häufig. Das ist einfach ganz normal. Also, für viele Männer, und das gilt auch für mich, also es gilt auch für mich, ich bin auch immer auf der Suche nach den nächsten 10, sage ich mal, und könnte noch erfolgreicher werden, wenn ich ein bisschen mehr in meinem Bereich auch Frauen ansprechen würde. Und ich sage damit jetzt gar nicht, geh jetzt raus und sprich auf keinen Fall mit 10 an, denn da kann es nicht funktionieren. Nein, das meine ich nicht. Sprich auf jeden Fall die 10 an. Aber wenn du, ich sag mal, regelmäßiger und bessere Erfolgserlebnisse haben willst, dann sprich auch mehr Frauen in deiner Kategorie an. Ne? Dass da noch sowas zugehört, wie flirte ich überhaupt? Kann ich überhaupt flirten? Habe ich das überhaupt drauf? Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Solche Sachen lernst du dann zum Beispiel mit mir im Coaching. Kannst du dich bewerben, erster Link in der Beschreibung. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist das und die Persönlichkeit, das sind nochmal ganz andere Punkte, die wir jetzt hier gar nicht berücksichtigen wollen. Es geht, wie gesagt, hier nur ums Aussehen. Das heißt, du könntest deinen Erfolg mit Frauen durchaus verbessern, wenn du mal ein bisschen, ich sag mal, runterdaten würdest. Ne? Das musst du natürlich nicht, wenn du jetzt sagst, nee, ich möchte schon einfach eine Frau, die mir richtig, richtig, richtig gut gefällt, dann ist das schön, dann mach das bitte. Aber dann sei dir klar, dass es wahrscheinlich länger dauern wird, als wenn du jetzt Frauen mehr in deiner Kategorie ansprichst, denn da wirst du schneller mehr Erfolg haben. Ich habe einen guten Kumpel von mir, der unglaublich viel Erfolg mit Frauen hat, jetzt auf rein quantitativer Ebene gesehen. Also der hat bestimmt mit über 200 Frauen geschlafen. Ob das natürlich das ist, was für dich Erfolg mit Frauen ist, ist natürlich subjektiv, aber ich definiere das jetzt mal gerade für dieses Beispiel so. Und der hat sehr viel Erfolg mit Frauen, aber wenn ich mir die Frauen angucke, mit denen er sich so gedatet hat oder die so, mit denen er geschlafen hat, dann sehe ich halt, okay, sind ein paar ganz süße dabei, aber sind nicht die super Knallerfrauen. Das heißt, er macht das tatsächlich automatisch
richtig, in Anführungszeichen, und trifft viele Frauen, die so ungefähr auf seinem Niveau sind und hat dann auch sehr, sehr viel Erfolg damit. Ne? Und ab und zu hat er dann auch mal eine, die ein bisschen besser ist, und aber auch mal eine, die ein bisschen schlechter noch ist. Ne? Das kommt natürlich auch dazu. Und dann habe ich andere Männer, die ich auch kenne, die vielleicht nur so mit 20, 30 Frauen Sex hatten, was aber alles Frauen sind, die relativ gut aussahen und wo man vielleicht sagen könnte, die waren vielleicht sogar ein bisschen über seiner Liga. Ne? Und je besser deine Flirtfähigkeiten sind, desto wahrscheinlicher kriegst du auch eine Frau über deiner Liga. Ne? Denn es ist klar, wenn du jetzt hier bist und sie ist hier und du hast überhaupt gar nichts drauf, du hast keine Flirtfähigkeiten und bist total unsicher, das macht deinen Case natürlich nur noch schlechter. Ne? Das heißt, die Flirtfähigkeiten helfen dir auf jeden Fall und geben dir die Möglichkeit, nach oben zu daten. Trotzdem bleibt es natürlich eine Herausforderung und trotzdem könntest du den gleichen oder viel mehr Erfolg haben, wenn du auf deiner Ebene daten würdest. Und das ist ganz interessant für viele Männer, die vielleicht schon einiges gemacht haben, vielleicht auch schon mal ein Coaching gemacht haben bei jemandem, aber irgendwie feststellen, also so ganz läuft das nicht oder so ganz kriege ich nicht den Erfolg, den ich mir vorstelle. Dann kann das wirklich einfach daran liegen, dass du versuchst, ja, hier die Oberfrauen abzuräumen, die Zähne abzuräumen und nichts anderes und nicht darunter gehst. Und lass dir gesagt sein, ich habe auch schon ab und zu mal mit Frauen Zeit verbracht, die so ein bisschen, sag ich mal, unter meinem Ranking waren, wenn man das jetzt mal so sehen will. Und das waren auch tolle Erlebnisse, das waren auch tolle Erfahrungen und daraus können sich auch tolle Affären oder auch Beziehungen entwickeln. Also sei da ein bisschen open-minded und ich vermute mal, dieser Rat geht jetzt auch in diesem Moment an mich selber, weil ich mache das wie gesagt auch. Na, ich mache das wie gesagt auch, aber man darf sich dann halt nicht wundern, wenn man nicht den Erfolg hat, den man sich da vielleicht vorstellt. Insofern ist das Ranking-System schon relevant, weil es viele Männer einfach auf einen schlechteren Pfad führt, als sie eigentlich sein müssten. Also sie könnten deutlich erfolgreicher unterwegs sein. Deswegen ist es ein relevantes Thema. Und darüber hinaus sollte man sich aber nicht zu lange, also nicht zu tief da reinbegeben. Also es kann auch passieren, dass wenn du jetzt über dieses Ranking-Thema nachdenkst, du dir denkst, oh nein, ich bin ja nur eine 2, jetzt kann ich ja gar nichts mehr erreichen, jetzt lohnt es sich ja gar nicht mehr. Und das ist natürlich Quatsch. Du kannst auf jeder Stufe, egal wo du bist, egal wie jetzt deine Looks erstmal sind, kannst du Erfolg mit Frauen haben. Nur wie gesagt, dir muss klar sein, in welchem Gegenbereich du dich da bewegst. Ja, du bist eine 2, willst du die 10, okay, kann passieren, aber wird eine harte Arbeit so. Willst du nicht lieber einfach erstmal ein bisschen Erfolg auf deiner Ebene haben und positive Erfahrungen sammeln? Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Du sammelst positive Referenzerfahrungen mehr, wenn du jetzt, sag ich mal, auf deiner Ebene datest. Weil da hast du mehr Erfolg und dann hast du mehr positive Referenzerfahrungen. Und dann hast du auch mehr Selbstvertrauen, dich vielleicht an höhere ranzuwagen. Ne? Wie gesagt, ich sage nicht, sprich die höhere nicht an, sprich sie auf jeden Fall an. Nur wenn du merkst, das dient dir so gar nicht und das macht dir nur Probleme und du hast nicht den Erfolg mit Frauen, den du dir wünschst, dann solltest du vielleicht mal drüber nachdenken, ob du deine Strategie da so ein bisschen ändern solltest. Ne? Und natürlich, wir haben immer oder reden hier immer davon, das letzte Video war ja auch zu diesem Thema, maximiere ruhig deine Looks, das nennt man auch Looks-Maxing, also sorg ruhig dafür, dass du die beste Version deiner selbst wirst, was dein Aussehen angeht, das macht total Sinn, ne? Damit einfach du dich mit dir selbst wohlfühlst, du dich verbesserst und auch die besten Chancen bei Frauen hast, wenn das dein Ziel ist. Aber darüber hinaus schau einfach ganz realistisch, wo bist du unterwegs und was könnte da passen. Und dann wirst du mehr Erfolg mit Frauen haben, als wenn du irgendeiner illusorischen Szene hinterherjagst, die du bekommen kannst, klar, aber wo es einfach richtig viel Zeit kosten könnte. Das war das heutige Video. Ein sehr wichtiges Thema, finde ich, und ein sehr kontroverses Thema, wo viele Coaches auch eine unterschiedliche Meinung zu haben. Freut mich, dass du hier warst und vielleicht bis hierhin dran geblieben bist. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst, wie deine Erfahrungen damit sind. Ob du denkst, hey Tim, hast vollkommen Unrecht, blöde Meinung. Oder ob du sagst, hey Tim, hast vollkommen Recht, super Meinung. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir dich für ein Coaching bewerben. Die ersten Coaching-Plätze für nächstes Jahr sind offen. Hier rechts geht es zu einem weiteren Video, wo du noch mehr Informationen für deine erfolgreichen Frauen bekommst. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.